Zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute Abend bin ich wieder am Ammersee unterwegs, um ein schönes Bild anzufangen. Ich habe es daheim nicht mehr ausgehalten an meinem Rechner und jetzt musste ich endlich mal wieder raus in die Natur. Ja, ich habe meinen Rucksack schnell gepackt und habe von meinem Lavalier-Mikrofon die Halterung vergessen, also muss ich das jetzt die ganze Zeit hier so nahe am Mund mit der Hand halten. Ich glaube, das passt. Ja, ich habe zwei Objektive dabei, einmal ein Weitwinkelobjektiv. Das 14mm von Samyang und das Tamron 70-180 habe ich auch dabei, um das jetzt hier auch mal in der Nacht auszuprobieren. Vielleicht irgendein minimalistisches Foto hinzukriegen. Also ich werde mich da irgendwie auf ein Objekt konzentrieren, was ich hervorstellen will. Ja, auf dem See sind keine Boote zu sehen, da ist nichts beleuchtet. Der Steg da hinter mir ist auch im Dunkeln. Jetzt gucke ich mich einfach hier mal ein bisschen um, vielleicht finde ich ein cooles Motiv. Ich habe neue Fotografenhandschuhe mir gekauft. Bin ganz stolz drauf. Mal schauen, ob es meinen Fingern gut tut, ob ich durchhalte, jetzt mal eine halbe Stunde, Stunde zu fotografieren. Jo. Bootsverleih. Ah, closed. Gut. Closed muss ich akzeptieren. Schade. Da hinten steht ein Christbaum. Das ist mal ein geiles Motiv, würde ich sagen. Vielleicht kann ich dahin. Ja, es geht eigentlich immer bei mir darum, irgendwas Neues zu entdecken. Ne? Geil. Da hinten steht der Weihnachtsbaum, der beleuchtete auf einem fetten, fetten Steg. Aber da auf den Steg komme ich irgendwie nicht, weil das ist Privatgelände. Hier versperrt mir ein Zaun den Zugang. Der Steg gehört hier zu einem Hotel. Naja, aber ich habe ja das 70-180 dabei. Testen wir es doch mal aus. Vor 20 Minuten habe ich meine neuen Fotografenhandschuhe total gefeiert, aber die sind der letzte Schrott, weil der Daumen, ja, der ist quasi nicht freigelegt. Ich muss den Daumen hier, die Daumenkuppe abschneiden. Ich kann kein Walrad damit bedienen, da geht eigentlich gar nichts. Und es war, ja, die muss ich jetzt noch auftunen. Also, wer ernsthaft fotografieren will, kauft sich Fotografenhandschuhe, wo der Daumen ausgespart ist. Boah, kalt ist es. Gut, jetzt richte ich mal die Kamera schön ein und schau mal, was das 70 bis 180 kann. Ich habe natürlich auch keinen Fernauslöser dabei. So werde ich jetzt die Kamera auf 2 Sekunden Auslöseverzögerung einstellen. Und da die Kamera auf dem Stativ steht, habe ich die Stabilisierung aus. Also hier Steady Shot Off heißt es bei der Sony. Den Weißabgleich stelle ich jetzt hier auch gleich mal ein. Obwohl ich im RAW fotografiere, möchte ich ihn so auf 3700 Kelvin haben. Ich finde, das ist eine ganz schöne Lichtfarbe in der Nacht. Und fotografiere jetzt auch mal bewusst nicht auf der 2.8er Blende, was das Tamron hergibt, sondern mal auf eine 5er, 5.6 oder sowas. Weil ich möchte die Christbaumkugeln oder die Kerzen möglichst scharf haben. Und ich glaube, 2.8 ist nicht der Sweet Spot von einem Objektiv. Ja, und dass man überhaupt was sieht, mei, muss ich ja länger belichten. 20 Sekunden haue ich jetzt drauf auf die Uhr. Und ja, leg los. Mei. ISO 1000 steht auch im Display drin. Das filme ich vielleicht mal kurz für euch mit dem Handy mit. Da könnt ihr es genau sehen, meine Einstellungen. Oh, bevor mir die Hände abfrieren. Ich habe den Baum ins linke Drittel gesetzt und zwar ins obere linke Drittel, weil ich diesen schönen Schein auf dem Wasser auch noch irgendwie mit im Bild haben möchte. Und jetzt muss ich echt zumachen, Leute. Von der Belichtungsanzeige her steht da minus 1. Also könnte das schon auf dem ersten ganz gut funktionieren. Bildprofile und so weiter sind alles aus. Und ganz wichtig ist noch, ich habe manuell fokussiert. Ich habe also den Baum mit der Displaylupe
anfokussiert, bin da schön dran und mache jetzt das Foto und das wird es dann, glaube ich, auch sein. Und länger halte ich auch nicht aus. So, 20 Sekunden wird das Foto jetzt belichtet. Versuche ich mein Stativ nicht umzuschmeißen. Alter! Und friere mir hier den Arsch ab. Es sind ja auch einige Wellen auf dem Wasser zu sehen, aber durch die lange Belichtung wird das Wasserspiegel glatt daherkommen und bestimmt cool aussehen. Mal schnell reingucken. Alter! Alter! Hey! Geht raus, macht Fotos, scheißegal wie kalt es ist, ob es Nacht ist, Tag ist, scheißegal. Ey, so eine Freude zu erleben, wenn man mal 20 Minuten investiert hat. Ich sehe mir das Foto jetzt auf dem Display an und ich würde sagen, ich kann nichts besser machen. Also ich hätte zumindest mit meinen Möglichkeiten und meinen Objektiven. Das ist ein besonderes, cooles, stimmungsvolles Foto. Und wisst ihr was? Ich packe jetzt direkt ein und das war's. Was Besseres kriege ich heute nicht hin. Der Steg hier, der ist geschlossen. Ich wollte eigentlich von dem Steg aus den Baum fotografieren. Da wäre ich direkt auf der Wasseroberfläche gewesen, aber der ist halt zu. Ne? Ich will jetzt auch nicht übers Tor klettern. So, das war's jetzt von mir, Leute. Wenn euch das Foto und die kurze Nachtaktion bei minus, was weiß ich, 5 Grad gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Wenn ihr es noch nicht schon getan habt, abonniert meinen Kanal und ich bin jetzt wieder total angefixt. Ich gehe wieder öfter raus und weitere Videos folgen. Good night, bye bye und ciao, euer Sigi vom Ammersee. Woo! Alter, sind die Handschuhe scheiße. Ich verlinke die Handschuhe natürlich, ne?